Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hausflipper hier in unserem gekauften Häuschen, wo schon ein ganzer Raum fertig ist, und das ist auch noch die Sauna. Letzte Folge fertig geworden, denke ich mal, sieht sehr schön aus und kann so bleiben. Wobei mir gerade aufgefallen ist, hier fehlen noch Lampen. Ach nee, wir haben ja hier die Lampen. Okay, wir machen die Tür wieder zu. Sauna ist fertig. Wir müssen mit unserem Bad weitermachen. Hier sind noch einige Geräte, die zu montieren sind. Waschmaschine, Klo, Dusche, Badewanne und so weiter. Und wer sich jetzt gerade wundert, der hat auf einmal mehr Geld wie letztes Mal. Ja, das stimmt. Nach der letzten Folge war erstmal Aufnahmepause. Und ich habe zwischendrin ein bisschen weiter gezockt und habe einfach mal so 3-4 Aufträge gemacht und ein bisschen Geld dazu verdient, weil wir wollen hier auch noch einiges umbauen. Hier steht noch viel an, hier muss noch eine Küche rein, hier muss ein Schlafzimmer rein, allein das Badezimmer wird noch ein bisschen Kohle schlucken. Also Geld können wir auf jeden Fall genug gebrauchen, und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du so ein paar Aufträge, holst ein bisschen Kohle ran, und ich denke, warum nicht, ne? Würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter, indem wir das Badezimmer fertig machen. Jetzt überlege ich gerade, wir könnten noch theoretisch auch eine Eckbadewanne. Nee, wir haben hier die. Oder kann man die drehen? Ah, die könnten wir dahin machen. Aber dann ist die ja falsch, oder? Da hat die ja hier vorne die Rundung. Oder? Zumindest laut Bild. Ja, dann würde ich, nee, das, ja, wenn ich die jetzt kaufe, dann 140 Mäuse, geht eigentlich, so teuer ist es gar nicht. Ach komm, wir nehmen die normale, hier kommt die normale hin, fertig. So, ich glaube, die habe ich noch nie eingebaut. Ach so, und ich habe übrigens mal hier meinen Mauszeiger umgeändert in so eine komische Hand, fand ich ganz witzig, warum nicht? Haben wir so eine Badewanne schon mal eingebaut? Kommt mir alles so nicht so bekannt vor. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich 2 Wochen nicht gezockt habe, aber hey. Badewanne ist fertig. Sehr cool. Was ist das denn? Warum? Seht ihr das? Die Anschlüsse kommen aus der Wand, und diese Rosetten, die das eigentlich abdecken, die hängen einfach davor. Oder täuscht das jetzt? Das täuscht, das ist so. Das täuscht nicht. Das ist so verkackt. Naja. Kannst du nichts machen. Oh, jetzt passt das Ding nicht dahin. Die muss eh noch weiter in die Ecke, oder? Meine ich das nur? Oh Mann. Oh Mann. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie eine Dusche hingezwiebelt kriegen. So, ne? Anders geht's, glaube ich, nicht. So, mal gucken. Shop, Dusche. Die passt da nicht hin. Jetzt ist sie zu nah an der Wand, oder? Och, Menno. Was ist denn das für... Och, Mann. Muss... Ich drücke mal Escape. Kriegen wir die jetzt nicht dahin? Jetzt aber. Komm schon. Bitte. Bitte. Boah. Ach Menno, jetzt kriegen wir keine Dusche hier. Oder wir müssen die vielleicht an die Wand machen. Oh. Aber ich würde schon echt gerne noch eine Dusche hier reinkriegen, weil ohne nur Badewanne ist auch blöd.
das gibt's nicht. So, Freunde, wir haben ein Problem. Und ein großes Problem. Oder wir müssen... Komm, wir machen die Badewanne nochmal weg. Wir machen die Badewanne weg, den Anschluss weg. Und wir machen den Waschbeckenanschluss weg. Und machen jetzt als erstes hier die Badewanne hin. So, pass mal auf. Wasserinstallation für Badewanne. So, die kommt jetzt hier hin. Zack. Und jetzt machen wir auch diese Eckbadewanne hier hin. Und dann müssen wir uns eventuell noch ein anderes Plätzchen für die... fürs Waschbecken suchen. Aber vom Aufbau her sind die gleich, ne? Das geht so schnell, das hängt schon, ey. Wahnsinn. So, dies da rein. Zack, zack. So, Eckbadewanne. Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall hier eine Dusche hin. Das ist jetzt kein Problem mehr. So, Duschinstallation machen wir jetzt hier hin. Oder passt das nicht wegen dem Fenster? Nee. Das wäre jetzt ein Ding. Ich habe wieder einen Klopper gerissen. Aha. Wunderprächtig. So, Dusche. Zack. Zack. Wir haben übrigens Skillpunkte, ich glaube sogar für die Montage. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Das hängt, das ist immer kurz vorm Abschluss ist so ein Ruckler drin. Ich glaube, das geht echt zu schnell. Es blendet auch noch die Sonne. Zack. 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 Und irgendwie gefällt mir die Handmaus nicht so. Ich glaube, die ändere ich nachher wieder. Das ist so mysteriös. Man weiß nicht, wo man hier genau klicken muss, um dahin zu kommen. Aber naja, gut. Also die Dusche dauert echt mit Abstand am längsten aufzubauen. So, fertig. Wie kriegen wir jetzt hier noch ein Waschbecken unter? Also wir kriegen da jetzt ein Klo hin und eine Waschmaschine. Ich glaube nicht, dass man ein Waschbecken unter dies, unter das Fenster kriegt, oder? Naja, ich glaube doch. Ja, machen wir es hier hin. Gibt auch keinen Spiegel. Man kann dann beim Händewaschen rausgucken. Spiegel werden alle überbewertet. Braucht man heute nicht mehr. So, Waschbecken und montieren. Zack, zack. Ran das Ding ran. Da müssen wir gleich mal gucken, was unser Skillpunkt war. So, ich hasse das immer, wenn das so hin und her switcht. Na. Das ist das Blöde mit der Hand. Da weißt du nicht, wo du hinklicken musst. So. Und Waschbecken ist auch fertig. Und das machen wir jetzt mal eben. Einstellungen. Ich mache wieder das hier. So, fertig. Spiel fort. Ich habe übrigens auch mal überlegt, es gibt auch diese Einstellung hier. Montagemodus normal. Ja. Montagemodus normal. Es gibt leicht, normal und hart. Ich würde mal gerne wissen, wie das auf hart ist. Okay, wir machen mal kurz auf hart. Wir machen mal eine Waschmaschine. Und guck mal, wie das sich auf hart montieren lässt. So, also das ganz normal. Erstmal den Deckel abschrauben. Deckel runter. Zack. Dann... die Transportsicherung runter.
Zack. Jo, schwingt sehr schön, dreht auch wunderprächtig, Deckel drauf. Ich frage mich gerade, wo das jetzt hart ist. Okay. Hä? Warum läuft da Wasser raus? Hallo? Was ist denn da los? Hä? Warum zur Hölle ist da jetzt Wasser rausgeschossen? Das... Hä? Ist das jetzt echt wegen dem harten Modus, dass dir da das Wasser entgegenspritzt, wenn du das Ding aufbaust? Ach du Arme, was kommt mir dann jetzt beim Klo entgegen? Hör auf. Was? Da kommt auch Wasser raus. Da fließt einfach überall Wasser raus. Jetzt haben wir hier so eine Pisslache. Ey, das kann... Was zur Hölle? Okay. Also wir sehen, wenn wir im harten Modus irgendwas montieren wollen, dann bekommen wir Wasserschäden. Wahnsinn. Jetzt würde ich mal gerne so einen Heizkörper montieren. Komm, wir kloppen hier mal einen Heizkörper hin. Da schießt mir jetzt... Das kann ja wohl nicht sein. So, wir haben den harten Modus hier. Wann kommt's Wasser? Ja, das war sehr... Das war schon schwieriger wie damals, muss ich sagen. Das war sehr neu. Muss ich nicht so ganz... Also... Das ist doch kein... Ich hätte jetzt gedacht, beim harten Modus, okay, da muss man vielleicht mehr Schritte machen, um die Montage fertigzustellen. Aber es ist einfach nur... Ja, ihr habt es ja gesehen. Da kommt einfach Wasser raus. Interessant. So, was machen wir denn hier eigentlich für Innentüren hin? Welche Farbe? Wir haben hier... Das ist jetzt so eine Holzfarbe, ne? Wäre schon gut, wenn wir die anderen Türen auch... Das ist zu hell, dann würde ich schon dann zu dem hier tendieren. Ne? So, dann machen wir hier auf jeden Fall mal die Tür rein. So, ich denke, die geht auch. Ja, da kann man... Das geht. So, dann können wir die Außentür... Warte mal, die Hosen hatten wir uns da hingelegt, weil wir die hinterher so ein bisschen dekorativ aufs Bett oder so schmeißen wollen. Jetzt ist die Frage, wie wir die Gestaltung hier von der Hütte machen. Wir wollten ja uns hier an den Giorgio Suan halten. Und der braucht anscheinend keine Küche. Dafür viele Schränke. Wozu diese Küche, ja. Wozu diese Küche? Ein großes Schlafzimmer will er haben. Oh mein Gott, da ist eine Sauna im Haus. Ja, ich fühle mich nicht so gut in diesem Haus. Irgendwie ist das armselig. Hörst du diese Geräusche des Fernsehers? Ich auch nicht. Und deswegen bin ich traurig. Also er will auf jeden Fall einen dicken, fetten Fernseher haben. Ein großes Schlafzimmer. Eine Sauna. Damit ist er jetzt, hat er bekommen. Sauna, 11 Quadratmeter. 11 Quadratmeter Sauna ist für eine Sauna schon verhältnismäßig groß. Ja, so eine Privatsauna im eigenen Haus, die hat meist nicht mehr wie 3, 4 Quadratmeter. So 2x2 Meter ist fast so eine Standardsauna, dass man sich einmal lang reinlegen kann. Von daher ist er mit 11 Quadratmeter schon nicht schlecht bedient. Und ich hoffe, er lässt das auch hinterher am Preis merken, dass das... gut ist. So, jetzt machen wir hier Schlafzimmer und Wohn- und Küche, würde ich sagen. Das, denke ich mal, ist das Sinnvollste, dass wir hier, er will ja eh keine Küche haben und dann kriegt er halt nur so eine Küchecke hier, so eine, ne? Mehr braucht er ja nicht. Damit ist er zufrieden. So, können wir vielleicht hiervon was benutzen? Das passt von der Größe her nicht, ne? Nee. Wir könnten höchstens sagen, wir machen das hier so halb in Raum rein. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Das können wir machen. Allerdings müssen wir hier noch irgendwie was Holzartiges. Griffe in Stahl. Spülbecken in Weiß. Arbeitsplatte auch in Weiß.
Oh, Granit ist auch nicht schlecht. Orangenes Marmor, wie soll das denn aussehen? Orangenes Marmor. Marmor, kann man hier eigentlich... Man sieht das... Marmor ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Teakbaum. Wir nehmen mal Marmor. Wir nehmen mal Marmor. Ich finde, das ist eigentlich okay, ne? So, dann machen wir die hier hin. Sehr gut. Hat hier so eine kleine Küchecke. Hier können wir noch einen Schrank hinmachen. Vielleicht hier vor einen Tisch. Aber bevor wir jetzt hier großartig weiterkaufen, würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal die Raumgestaltung, farbtechnisch und so. Bevor wir erstmal hier eine Tür noch reinmachen. Nehmen wir mal die. Allzu viel Auswahl haben wir ja nicht. Wollen wir die noch drehen? So. Sehr gut. Machen wir hier auch noch einen rein. Zack. Oh, jetzt hängt der Scheiß im Weg hier, ne? Kann ich auch nirgendwo anders hin. Doch, können wir hier reinlegen. Ist ja eh schon fertig. So. Dann die Tür. Zack. Passt. Sehr gut. So, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bad haben wir erfolgreich fertiggestellt. Jetzt kommen die großen Räume, die Wohn- und Essküche und was auch immer, Schlafzimmer, und kriegt da seine Fernseher in Wohn- und Schlafzimmer, dann kriegt er noch ein paar Schränke, und dann hoffen wir, dass der Typ uns ordentlich Kohle für das Häuschen gibt, denn wir wollen größere Buden haben. Hier ist ein Spinnnetz. Aha. Das ist ja sehr interessant. Gut, Freunde, das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.